Und willkommen, liebe Freunde, bei World of Gin. Ja, lang ist es her. Mal gucken, wo ich stehen geblieben bin. So, ich muss einmal gucken, wo ich jetzt hin muss. Nachrichten und Quest. Ich muss mal gucken, wo ich jetzt hin muss. Ich glaube, wir sollen uns ausschlafen. Jetzt muss ich ja mal gucken. Halt. Ich glaube, ich muss da wieder rein. Helm. Ah, warte mal, wir brauchen irgendwas. 11. 11, 11, 11. Da war doch irgendwas. Aber was? Erforderliches Attribut. 11. Hä? Verstehe jetzt zwar auch nicht ganz, aber naja. Welche Überraschung. Vater schimpfte gar nicht mit mir. Ich muss ins Bett. Liang Hu, du gehst besser nach Hause und legst dich auch schlafen. Schlaf nicht zu spät ein. Ich bin so müde. Ich weiß nicht, wie ich morgen früh überhaupt aufstehen soll. Am nächsten Tag? Oh nein, ich habe schon wieder verschlafen. Vater wird wieder ärgerlich sein. Ja, die Frage ist nur, wo ist er? Ja, gute Frage. Das Spiel gibt auch wirklich keine Informationen preis. Ich vermute mal, wir müssten irgendwo hier hinten in die Höhle. Die Kiste kann man leider nicht öffnen. Heiliger Saal. Was ist denn hier los? Heute ist der wichtige Tag des ganzen Jahres und du schaffst es zu verschlafen. Unglaublich. Ich habe mich gestern bei der Magie total verausgabt. Nach der Zeremonie werde ich ernsthaft beginnen, unser Dorf zu beschützen. In Ordnung,
Schwester, du musst los. Die Zeremonie wird bald anfangen. Gut, dass ich pünktlich bin. Lanwei, die Zeremonie wird bald beginnen. Beeil dich. Ich weiß. Lanwei, die Zeremonie beginnt. Höre auf, wie ein aufgescheuchtes Huhn herumzulaufen. Ja, gut. Mann, alle sind böse zu mir. Schnell, damit dich der Anführer nicht schon wieder auszankt. Was ist denn hier los, hä? Die Zeremonie wird bald anfangen. Komm nicht zu spät. Ich bin doch schon da. Ich bin doch schon auf mich. Hä? Schnell dabei. Geh in deine Position. Die Zeremonie wird bald beginnen. Ey, ich bin da. Hallo Meister Li. Oh Gott. Nach was riechst du denn? Bist du schon wieder betrunken? Wenn nennst du betrunken, kleines Mädchen? Du und deine anderen komischen, ausstehenden Sachen, sah ich. Ein Schock. Hä? Ein Stock? Nein, eine seltsame, ausgehende Schlange auf einem Haus. Die Ma erzählte mir, ich bin betrunken. Bin ich nicht. Ich sag dir, ich bin absolut in Ordnung. Sag Lanwei, ich musste nicht, dass du eine Zwillingsschwester hast. Seltsam ausstehend, wieso? Ich erinnere mich nicht daran. Meister Li, vielleicht solltest du aufhören, Schnaps zu trinken. Ja, wäre eine gute Sache. Ja, Zeremonie bin. Warum bist du noch hier? Ich habe noch etwas Zeit. Sei ruhig, sonst wird dein Vater wieder schimpfen. Ja. Ja, wird mit mir schimpfen. Der steht zwar gerade nebenan. Höre auf, die Ungestinze herumzulaufen. Gehe jetzt schnell auf deine Position. Ja, Vater, ich weiß. Halt. Lanwei, die Zeremonie beginnt. Halte dich bereit. Ja, toll. Und? Wo soll ich denn hin? Hallo? Auf welche Position denn? Wenn mir hier jemand mal sagen würde, wo soll ich mich denn hinstellen? Liebe O großer Gott des Krieges, segne dein Volk und dieses Land. Gib uns die Macht, unsere Feinde zu besiegen. O großer Gott des Krieges, segne deine Leute. Vater! Vater! O Götter, der Anführer! Was zum... Lang Xiong! Wie ist das geschehen? Onkel, was geschieht? Mein Vater, warum? 3 Tage später. Vater, Vater! Lanwei, bitte sei endlich still! Onkel, warum hat mein Vater... Ich weiß nicht, Kind. In letzter Zeit ist dein Vater so müde gewesen. Er hatte jede Nacht Schwierigkeiten einzuschlafen. Vielleicht gab sein Herz auf. Geht. Ich möchte noch ein wenig bei meinem Vater bleiben. Wie du wünschst, Kind. Trödle nicht, Lanwei. Es wird spät und draußen ist es kalt. Da
Das ist alles meine Schuld, Vater. Ich habe dich immer so wütend gemacht. Vater, wache bitte auf. Vater, immer sind wir gemeinsam in dieser Welt gewesen. Jetzt bist du im Himmel mit Mutter und meinem Bruder. Und nun bin ich ganz allein. Vater! Lan Wei weint schon seit mehreren Tagen. Ich mache mir Sorgen um sie. Es ist wirklich seltsam, dass unser Anführer so plötzlich gestorben ist. Onkel, ich glaube nicht, dass es ein natürlicher Tod war. Denkst du nicht, dass es ein ziemlich seltsamer Zufall ist, dass das nur ein paar Tage nach der Zurückweisung der Qin-Gesandten geschieht? Wirklich? Du denkst, dass sie es waren? Ich weiß nicht. Es ist spät und Lan Wei ist noch nicht zurückgekehrt. Gehen wir und suchen sie. Wir können uns morgen noch darüber unterhalten. Auf der anderen Seite des Berges. Lan Wei! Lan Wei! Warum schläfst du hier? Bring sie zum Dorf zurück. Vorsichtig. Du solltest sie nicht aufwecken. Lan Wei ist schon seit 3 Tagen ernstlich krank. Oh mein Kopf, es bringt mich um. Oh, oh, oh. Viel passiert. Eine Zeremonie, die leider schief ging. Onkel, was tun Sie hier? Lan Wei oder Lan Wei, wie man es ausspricht, es ist gerade entschieden worden, dich zur Anführerin zu machen. Was? Du willst, dass ich Anführerin bin? Aber ich bin nicht die Richtige. Du solltest es sein. Vielleicht ist es ein Trost. Dein Vater wurde Anführer, als er in deinem Alter war. Jeder glaubt, dass du der Aufgabe gewachsen bist. Aber Jin Hua wendet sich den anderen zu und sagt, lasst uns alleine. Ich möchte mit Lan Wei alleine sprechen. Onkel, du kannst das nicht von mir erwarten. Lan Wei, die Qin sitzen uns im Genick, wie ein hungriger Tiger. Wir haben noch immer keinen Anführer. Die Angst der Leute wird täglich größer. Dann mach du das. Du bist am besten dafür geeignet. Sorry, ich kann keine Frauenstimmen imitieren. Du weißt, dass das nicht geht. Seit dem Tag, an dem ich im Kampf verwundet wurde und deine Mutter starb, bin ich nicht gesünder geworden und jünger werde ich auch nicht. Verstehst du? Nein, ich kann auf keinen Fall der Anführer sein. Wie sieht's mit Han Yong? Wir alle bewundern ihn. Soll das ein Witz sein? Er hat einen Charakter wie ein Kamel. Ne, Kamel? Was ist ein Kamel? Sagt keine Ahnung. Nein, er ist zu viel störrisch. Sag, Jin Huan mit einem dünnen Lächeln. Ach so, ups. Ja, ich weiß, das sind Lan Wei, du bist mehr deinem Vater ähnlich, als du zugibst. Vertraue mir, du bist die richtige Wahl. Aber Onkel, genug der Diskussion. Dein Vater ist seit 7 Tagen unter der Erde. Es ist Zeit für dich, deine Aufgabe anzunehmen und das Grab zu kehren. Während du dabei bist, denk nochmal sorgfältig über die Dinge nach. Oh, ich wünsche, dass mein Vater noch lebendig wäre. Tja, ganz schön grob ging's in China zu. Und ja, liebe Leute, wir haben einen tragischen Todesfall. Und ja, unsere Lan Wei, wie man es ausspricht, wird halt zur Anführerin. Ja, so viel weiter von World of Qin. Und wir verabschieden uns erstmal. Bis zu einer neuen Folge. Bis dennoch.